Moin Leute, ich bin heute beim Alexander Nickel. Hi Alex. Hi. Und der Alex, der ist Tanzlehrer und ich dachte, wir fragen den Alex heute einfach mal ein paar Sachen, was man so wissen muss, wenn man auf der Suche nach einem Tanzlehrer ist, wie muss man sich vorbereiten oder muss man überhaupt irgendwas wissen? Und das ist theoretisch auch schon meine erste Frage, Alex. Wonach suche ich mir eigentlich einen Tanzlehrer aus? Ja, das hängt natürlich so von mehreren Faktoren ab. Die Frage ist, tanzt du selbst schon aktiv? Ja, also bist du im Tanzkurs, hast du da vielleicht einen Lieblingstanzlehrer, der so deine Sprache schon kennt? Oder bist du kompletter Neuling im Tanzen, noch nie getanzt? Und dann wäre die erste Anlaufstelle natürlich eine Tanzschule. Sagen wir es so, im Optimalfall mit einem ADTV vorne dran. Das ist der Allgemeine Deutsche Tanzlehrerverband. Mhm. Das bedeutet, all die Tanzlehrer, die dort arbeiten, haben eine Ausbildung von mindestens 3 Jahren hinter sich. Und dann, je nachdem, also ich habe jetzt auch schon insgesamt dann 10 Jahre Berufserfahrung. Und gibt es eigentlich immer fähige Kollegen, die einem da sicher weiterhelfen beim Tanzen. Okay. Und wie lange vorher sollte man sich auf die Suche nach einem Tanzlehrer machen? Sind die auch so ausgebucht wie wir Fotografen, dass man da ein Jahr vorher suchen muss? Oder wie läuft das bei euch? Ich würde es weniger auf die Ausgebuchtheit des Tanzlehrers ankommen lassen, eher auf das eigene Gefühl. Okay. Ja, wie viel tanzen möchte ich? Also möchte ich einfach nur ein kleines bisschen Walzer können und dann bin ich voll zufrieden? Oder habe ich die Ambition einen Hochzeitstanz zu kreieren, an dem meine Trauzeugen mit dazukommen, wir eine Choreo machen auf Backstreet Boys, All I Have to Give, oder möchte ich dann noch ein bisschen Hip-Hop-Dance mit reinbringen, irgendwie eine Choreo oder solche Sachen. Dementsprechend muss man dann Zeit einplanen. Möchte ich einen perfekten Wiener Walzer tanzen mit einer schönen Rechtsdrehung um die Fläche rum, ja, dann brauche ich auch ein bisschen mehr Zeit, dann sage ich mal ja, so 2 Monate mit jede Woche 1 Stunde, dass man da hinkommt. Oder halt, ja, mir reicht es ein bisschen schunkeln, ein bisschen die Frau drehen, ein bisschen küssen und dann. Okay, das wäre tatsächlich auch schon so ein bisschen. Das wäre jetzt auch so ein bisschen so meine nächste Frage gewesen. Wie viel Zeit muss ich einplanen? Also, du sagst, das liegt halt auch ein bisschen daran, was man selbst für Ambitionen hat. Genau. Was ist denn so das Schnellste? Also, wie kann ich am schnellsten, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt wirklich nur einen Basic-Tanz machen, wie kann ich am schnellsten den lernen? Und was ist dann wirklich, wenn ich sage, eine vollwertige Choreo, wie viel Zeit sollte ich da irgendwie einplanen dann? Genau, also heute Morgen war ich gerade in Ladenburg und habe dort einem Pärchen Wiener Walzer beigebracht. Die haben gesagt, sie würden gerne auf Perfect von Ed Sheeran tanzen. Die beiden haben jetzt noch nie getanzt zusammen. Er hat jetzt das erste Mal einen Tanzschritt gelernt und ja. Wie lange haben die jetzt gebraucht? Wie lange haben die gebraucht? 40 Minuten. Naja, also 40 Minuten. Da ist genau. Schon mal ein Hochzeitstanz mit da drin. Da ist ein Hochzeitstanz mit drin. Dann hatte ich mal eine Choreografie. Die haben mir vom DJ ein zusammengeschnittenes Lied gebracht. Da war ein Roboterteil drin, wo sie sich als Puppe so abgehackt bewegt. Und sobald er sie berührt, wird sie weich, so als Mensch, ja, kommt ins Leben. Dann wurde sie einmal gedreht. Wir haben Wiener Walzer getanzt auf 1000 Years von dem Vampirfilm. Auch da musste ich dann dem DJ sagen, pass auf, das ist zu langsam zum Tanzen, kannst du das noch ein bisschen pitchen. Deswegen ist es da vielleicht auch ganz gut, wenn man diese Ambition hat, es nicht mit dem DJ schneiden zu lassen, sondern mit dem Tanzlehrer. Mhm. Falls das die gleiche Person ist, umso besser. Mhm. Und zufälligerweise wie beim Alex. Genau. Und dann ging es weiter in den Hip-Hop-Teil und am Ende kamen noch die Trauzeugen mit dazu auf die Fläche und haben nochmal eine Choreo mitgetanzt. Da haben wir uns insgesamt 3-mal getroffen und dann nochmal mit den Trauzeugen, also insgesamt 4-mal, ja, weil die Idee schon da war. Wenn die Idee noch hätte... In welchem Zeitraum war das dann? Ja, 2 Monate dann schon. 2 Monate, noch. Okay. Ja. Gut. Dass man da Zeit hat zum Üben, um das zu festigen, dass ich das absetzen kann und man dann... Ja, einfach das dann auch in einem Zustand hat, wo man aufgeregt ist, wo vielleicht schon 1-2 Gläser Sekt getrunken wurden und sowieso an der Hochzeit alle so ein bisschen am Shaken sind. Und legt man dieses Trainieren für den Hochzeitstanz eigentlich eher kurz vor die Hochzeit oder macht man das schon weit vorher? Wie ist da so deine Empfehlung eher? Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich irgendwas Neues lerne und ich lerne es ein halbes Jahr vorher, dann habe ich vielleicht schon wieder kurz vor der Hochzeit alles vergessen. Wie ist da so die Empfehlung? Da kommt es auch wieder drauf an, was möchte ich zeigen. Ja, wenn es so eine kurzfristige Sache ist, 40 Minuten ein bisschen schunkeln, dann gerne eine Woche vorher, damit es noch präsent ist, damit man es dann auch üben kann und es nicht zu langwierig wird. Wenn man eben, sage ich mal, die Ambitionen hat, ja, eben mehr zu tanzen, dann
schon ein bisschen vorher. Ja, wenn man dann jetzt eine Woche vor der Hochzeit erstmal anfragt, ob es noch möglich wäre, in der Tanzschule eine Privatstunde zu kriegen, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Ja? Dann weiß man nicht, haben die Tanzlehrer gerade Zeit, wenn es jetzt so, sage ich mal, Juli, August ist und eh alle Privatstunden haben wollen wegen Tanzkurs, also wegen Hochzeiten und so, dann ja, wird es ein bisschen knapp. Deswegen, also man sollte frühzeitig mal anfragen, dass man mit dem Tanzlehrer einen Termin vereinbaren kann, aber dann den Termin relativ kurzfristig, so 3 Wochen vor der Hochzeit. Okay, so. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin jetzt ein Hochzeitspaar, also ich bin jetzt vielleicht die eine Hälfte und ich komme jetzt zu dir. Was kommt da so auf mich zu? Genau, so die erste Frage, die ich immer stelle, ist, habt ihr denn schon ein Lied, irgendeinen Liedwunsch, irgendein besonderes Lied in der Beziehung, vielleicht der erste Kuss, der gemeinsame Urlaub, der irgendwie noch nachklingt und wollt ihr darauf tanzen? Mhm. Das heißt, wenn ich dann direkt mit einer Liedidee komme, dann kannst du schon gleich damit anfangen zu arbeiten, oder wie läuft genau, das? Genau, dann wird erstmal geguckt, was ist das denn für ein Tanz? Also was ist es für ein Takt? Ist es ein Dreivierteltakt oder ein Viervierteltakt? Kann man einen Cha-Cha drauf tanzen? Kann man eine Rumba drauf tanzen? Dann wäre es ein bisschen langsamer. Oder halt Wiener Walzer, langsamer Walzer. Das wären so die Standard-Tänze, sage ich mal. Wiener Walzer ist natürlich der klassische Hochzeitstanz. Davon kommen viele ab. Immerhin haben wir in den letzten 2 Jahren vom Ed Sheeran das Perfect-Lied bekommen, ja, wo dann klischee-mäßig viele Hochzeiten drauf tanzen. Aber auch ganz viele sagen, nein, das ist uns zu Klischee, wir wollen dann was ganz anderes. Deswegen, also da ist jede Privatstunde für jede Hochzeit ganz individuell. Und es kommt wirklich auf das einzelne Paar an. Was haben die beiden zusammen erlebt? Hören sie viel Musik? Hören sie gar keine Musik? Wer kann tanzen? Wer kann nicht tanzen? Und davon hängt es ab, wie viel dann in so einer Privatstunde gemacht wird. Okay, und wie geht es dann weiter, wenn wir jetzt unser Lied gefunden haben? Wie läuft es dann weiter? Genau, dann die Frage, ja, ein Lied oder 2 Lieder kann man dann zusammenschneiden. Dann geht es weiter, wir treffen uns, wir besprechen erstmal, okay, was könnt ihr? Könnt ihr ein bisschen tanzen? Dann bauen wir vielleicht noch eine Figur auf oder ein, die ganz gut aussieht. Wenn sie noch gar nicht tanzen können, fangen wir von vorne an. Und auch da, alles ist möglich. Ja, ich hatte mal eine Privatstunde mit einem Pärchen, die wollten einen Blues tanzen oder sie wollten auf Elton John das Lied aus dem König der Löwen. Can You Feel the Love Tonight? Da wollten sie drauf tanzen und das ist im Original super langsam. Mhm. Dann habe ich ihnen vorgeschlagen, hey, wir haben eine langsame Walzer-Version davon. Nein, das wollen wir nicht. Dann kann ich es euch ein bisschen schneller machen, dann könnte man besser drauf tanzen. Nein, das wollen wir nicht. Also es war immer der Mann, der das nicht wollte. Die Frau wäre eigentlich voll dabei gewesen, aber okay. Und im Endeffekt haben wir dann Blues getanzt und sie konnte einfach so langsam sich nicht bewegen. Es war richtig schade, es hat mir richtig in der Seele wehgetan, ihn das nicht irgendwie anpassen zu können, weil er sich dagegen so gewehrt hat. Und hoffe, dass alles geklappt hat. Ja. Okay, super. Ich meine, das ist ja auch klasse, wenn man weiß, man hat sich jetzt ein Lied ausgesucht, was man schön findet und das passt vielleicht nicht zu dem Tanz, den man sich vorgestellt hat, dass man das anpassen kann, so wie du sagst. Also genau. Das macht man dann auch mit dem Tanzlehrer zusammen, also oder genau. Ist das mit dem DJ dann? Wie läuft das dann? Ja, im Prinzip wäre der Tanzlehrer schon die Anlaufstelle, weil der ja dann auch beraten kann, welche Lieder gibt es denn noch, ein paar Vorschläge macht. Ich hatte mal ein Pärchen, die wollten auf was Metal-mäßiges tanzen und dann gibt es eben von Iron Maiden Blood Brothers und das ist ein super krasser Wiener Walzer und die so, jawohl, das nehmen wir, da sind wir dabei und dann haben wir Wiener Walzer gemacht, ja, und dann haben wir da eben für die Hochzeit Wiener Walzer mit den beiden geübt und die hatten richtig Spaß, haben sich ihre Nikes gekauft für die Hochzeit und haben dann in den Nikes im Hochzeitskleid und Anzug Wiener Walzer getanzt. Klasse. So, und wenn wir uns jetzt für den Tanz entschieden haben, wir haben den Tanz geübt, wir haben das Lied ausgesucht und alles und jetzt ist die Hochzeit und wir wollen uns noch ein bisschen auf die Hochzeit vorbereiten. Wie kann es dann da mit dir weitergehen? Genau, also wie wir schon vorhin festgestellt haben, bin ich auch DJ in der Kombination zum Tanzlehrer und das bietet sich halt super an für so Hochzeiten, weil ich dann alle Gäste gemeinsam auf die Fläche holen kann. Zum Tanzen. Genau, zum Tanzen. Also das heißt, ich kann auch anleiten. Das heißt, auch Leute, die noch nie getanzt haben, ich sage ganz gerne die 80-jährige Oma mit dem 8-jährigen Enkel, die können zusammen auf die Fläche und alle bewegen sich gemeinsam. Und das ist so ein schönes, rundes Ding auf einer Hochzeit. Ja? Wenn dann wirklich, es gehen nicht immer alle mit, 95% der Gäste auf die Fläche kommen
und sich gemeinsam bewegen. Das gibt ein unheimlich gutes Gruppengefühl. Die Leute fühlen sich einfach ja, euphorisiert, hatten alle Spaß, jeder hat mal gelacht. Der ein oder andere hat sich mal vertanzt, die ein oder andere Dame hat einen blauen Zeh. Aber es macht auf jeden Fall super viel Spaß auf so einer Hochzeit. Und es ist auch mal was anderes, als im Kreis dann hier Kasachok oder Hey Kakaling zu tanzen. Genau, sondern eben noch mal was anderes. Ja, da kommt jemand, der dann anleitet. Das wirkt einfach super rund an so einem Abend. Ja, ja, super. Ich habe gehört, du hast noch was vorbereitet. Ich habe was vorbereitet, genau. Dann gehen wir jetzt mal gerade rüber in den Tanzsaal und sehen uns da gleich wieder. Und ich gucke einfach mal, ob ich der Lisa ein bisschen Tanzen beibringen kann. Wer weiß. Ja, Lisa, wir sind jetzt im Tanzsaal und wir spielen jetzt einfach mal durch, was ich mit einem Pärchen machen würde, die jetzt zu mir in die Tanzschule kommen. Das heißt, das allererste, was wir machen, wir stellen uns mal nebeneinander hin und bewegen unseren rechten Fuß einmal nach rechts, holen den linken ran und gehen dann mit dem linken wieder nach links. Genau, und dann einmal hin und einmal her. Und wir schunkeln, genau, hin und her und hin und her. Genau. Und dann irgendwann sage ich, okay, wir probieren das paarweise, erkläre dann noch die Tanzhaltung. Das bedeutet, er gibt der Dame die linke Hand, greift einmal zu, sie legt die Hand hinein, seine rechte Hand geht auf ihren Rücken, sie legt den Arm genauso ein bisschen tiefer, dass wir am Arm hier Kontakt haben. Das ist nämlich der Führungsarm, der signalisiert der Dame, wann es losgeht und dann würden wir miteinander schunkeln. Natürlich, die meisten Leute sind ein bisschen verliebter als wir beide jetzt, das heißt, es würde auch ein bisschen enger werden. Genau. Sobald man dann so als Mann so ein bisschen Mut gefasst hat, darf man auch gerne rechts vorwärts gehen. Rechts vorwärts und sie links rückwärts dann. Und das heißt, wir schunkeln genauso weiter. Ja, nur, dass er vorwärts und rückwärts geht. Und dabei könnten wir dann auch anfangen zu drehen. Ganz entspannt. Ja, für die mutigen Männer darf man dann auch wieder wechseln in den Seitwärtsschritt. Und dann kommt die erste Hürde. Und zwar wollen wir die Dame unter dem linken Arm rausdrehen, sodass sie neben dem Mann steht. Das bedeutet viermal schunkeln mit 1, 2, 3 und beim vierten Mal, zack, dreht sie unterm Arm raus und wir stehen nebeneinander und könnten jetzt hinschunkeln, zu mir her, und wieder voneinander weg. Genau, einmal hin und weg und hin und weg und auch wieder die Dame ranholen in die Tanzhaltung und weitermachen. Ja, also noch einmal rausdrehen, Achtung, schwupp. Und tack und hin und her und hin und her und wieder ran und wieder gemeinsam schunkeln. Wieder vorwärts und rückwärts, ein bisschen im Drehen. Und so hätte man eine kleine Choreografie. Wie gesagt, dann noch drüber sprechen, wie kommt der Mann auf die Dame zu? Ja, wie fasst er sie an am Anfang, zum Beispiel an die Hüfte? Wir laufen ein bisschen verliebt im Kreis. Dann darf die Dame noch einmal drehen. Ja, wir küssen uns jetzt nicht, wäre ein bisschen unangebracht, aber das wäre so die Idee. Ja, was könnte man da noch machen? Man könnte dann mit mehr Tanzerfahrung hingehen, den Wiener Walzer im Kreis drehen, dass man den durch den ganzen Saal tanzt. Man könnte in eine Pose gehen, man könnte in diese Position gehen, dass man die Dame hier rechts vor sich stehen hat. Sie legt ihre rechte Hand auf seine rechte Hand, die linke ist hier gefasst, ja, so ein bisschen nett gegeben. Und dann beide mit dem linken Fuß vorwärts, vor und rück, und man könnte hier so ein bisschen aneinander in der, ja, nennen wir es mal Gießkannenposition. Gießkannen? Ja, weil sie so steht wie so eine Gießkanne, ja, die man so Blumen gießen kann. Ah. Ja. Oder Teekesselposition, in der dann tanzen. Ja, hat auch noch mal ein bisschen was Verliebtes und ein bisschen Charme. Das wäre soweit. Sehr schön. Das heißt, jetzt bin ich theoretisch bereit. Für einen Hochzeitstanz. Für meinen ersten Hochzeitstanz. Fehlt jetzt noch der Mann, aber das kriegen wir hin. Super, genau. Dann danke ich dir, Alex. Gerne. Und wenn ihr noch auf der Suche nach einem Tanzlehrer seid, seid ihr bei ihm, denke ich mal, an genau der richtigen Adresse. Auf jeden Fall. Danke. Macht's gut. Ciao.